Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich begrüße euch im nächsten Photoshop Quick-Tipp. Und heute geht es darum, was kann ich tun, wenn mir die Arbeitsfläche in einem Bild einfach mal nicht ausreicht. Ja, ich habe ein Bild genommen bzw. aufgenommen im Studio. Ich nehme mir mal kurz das Lineal zur Hilfe und habe dann zum Beispiel hier in der Blickrichtung fehlt mir einfach Platz. Ich möchte das Bild gerne etwas breiter haben. Was kann ich in Photoshop tun, um das Ganze optisch, effizient, schnell zu verbreitern? Mehr dazu in diesem Quick-Tipp. Ja, und mir dient hier mal eine Aufnahme vom Musiker Pavel aus der Danny Priebe Band. Und um das eigentliche Composing, wie gesagt, soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht nur mal darum, diese Fläche zu vergrößern. Ja, ich will den Blick von Pavel hier mehr Raum geben. Da gibt es grundlegend erstmal zwei Möglichkeiten, die ich ständig im Einsatz habe, um Fläche zu vergrößern. Einmal über Bild, Arbeitsfläche. Oder aber schneller und effizienter. Das heißt effizienter, aber einfach ein bisschen fixer. Ihr nehmt das Freistellungswerkzeug und zieht einfach das Bild in die Größe, wie ihr das haben möchtet. Das heißt, ihr zieht nicht das Bild in die Größe, ist falsch formuliert, sondern durch das Freistellungswerkzeug, über das Freistellungswerkzeug fügt ihr etwas mehr Platz an. Ich sage mal, so sollte das passen. Drücke Enter, lass Photoshop kurz rechnen und schwuppsdiwupps hat mir Photoshop hier den Platz angefügt. Der goldene, Gold ist jetzt auch wieder nicht das richtige Wort, aber der Weg, den ich sehr oft einsetze, wenn die Fläche von der Größe recht human ist und wenn ich hier genügend Fläche habe, und zeige ich euch jetzt gleich mal, was ich genau damit meine, wende ich folgende Technik an. Auswahlwerkzeug, ich nehme mir den Bereich, wo der Pavel jetzt hier nicht steht, also ich nutze es wirklich bis zum Rand aus, drücke Command und T, Steuerung T beim Windows-PC und ziehe dann einfach die Fläche nach rechts rüber. Fertig, aus. Funktioniert hier sehr gut, drücke Enter, Command und D, Auswahl aufheben. Funktioniert hier an der Stelle sehr gut. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich zoome mal näher ran. Und hier mag es noch akzeptabel sein, das geschulte Auge wird hier schon leichte Pixelzerstörungen sehen. Damit man das Pixel oder zerstörte Pixel besser sieht, werde ich es jetzt mal übertreiben. Beziehungsweise mal ein bisschen von der Formulierung in die Praxis gehen. Und stellt euch einfach mal vor, ihr habt hier drüben nicht so viel Platz. Ja, Pavel würde jetzt quasi bis hier an den Rand stehen und ihr hättet nur dieses Stück, um die Fläche rechts zu füllen. Oder aber die Fläche würde bis hier drüben gehen und ihr wollt dreimal so viel Fläche füllen, wie es jetzt hier der Fall ist. Was passiert dann? Zeige ich euch. Ich nehme hier wieder diese Auswahl, Command und T. Also ist identisch das gleiche, ob ich jetzt nicht so viel auswählen kann oder aber ob ich das breiter ziehen möchte. Es geht einfach jetzt darum, mehr Fläche zu füllen, als wir es eben im ersten Schritt getan haben. Jetzt ziehe ich das mal betont weiter nach rechts, damit ihr seht, was da passiert. Drücke Enter, Command und D, hebe die Auswahl wieder auf, zoome ran, jetzt sollte man das sehen und ja, jetzt sieht man es. Ihr seht die zerstörten Pixel. Also die Message hier, die Technik ist sehr gut, wenn ihr kleinere Flächen füllen wollt. Habt ihr nicht so viel zur Verfügung, also ihr nutzt hier bloß eine kleine Fläche, die ihr in die Breite zieht, oder aber ihr zieht halt die zur Verfügung stehende Fläche in einen sehr großen Bereich, also wollt eine größere Fläche wie jetzt hier füllen, zerstört ihr eure Pixel und das sieht alles andere als schön aus. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze anders anzugehen. Dafür mache ich die ganze Sache hier mal rückgängig. Es gibt zum einen den Weg der Stückelung. Ja, das heißt also, wenn jetzt hier nicht so viel Platz zur Verfügung ist, was ihr hier rüberziehen könnt, könnt ihr einfach euren Bereich wählen, Command und J, euch diesen Bereich kopieren. Ja, dann habt ihr den hier mit Steuerung T oder Command T, nehmt ihr den und könnt den dann rüberziehen. Und so könnt ihr dann quasi auch eine Fläche füllen. So zu Anschauungszwecke soll das mal reichen.
Was dann natürlich der Fall ist, ihr habt hier unschöne Ränder drin. Okay, einfach eine neue Ebene anlegen. Dann nehmt ihr euch einen Reparaturpinsel und dann könnt ihr hier diese Ränder entfernen. Halt, den Fehler bitte nicht machen, den ich gerade gemacht habe. Ihr müsst wirklich immer auf der Ebene bleiben, also auf der Höhe bleiben. Wenn ihr mal absetzen müsst, kopiert neu, geht auf der Höhe wieder rüber und geht weiter nach unten. Und wieder den Fehler gemacht, einfach so ein bisschen Automatismus. Warum? Damit ihr wirklich immer dieselben Helligkeitsverteilungen von oben nach unten habt wie im Original. Wenn ihr von hier oben ständig kopiert und absetzt, habt ihr unten nachher eventuell hellere Bereiche oder dunklere Bereiche als oben, je nachdem wie die Helligkeitsverteilung auf dem Originalhintergrund ist. Da müsst ihr einfach drauf achten, aber ihr seht, wenn ihr die Spur, nenne ich es mal, beibehaltet, jetzt versuchen wir es mal ohne Absetzen, klappt das sehr gut. Und dann könnt ihr auch einen Hintergrund auf die Art vergrößern, verlängern. Ein bisschen umfangreicher vom Arbeitsworkflow her. Aber auch eine Option, die Pixel nicht zu zerstören. Ja, ihr habt gerade gesehen, Command-T rüberziehen, ist die Fläche zu groß, wenn die Pixel zerstört. Auch wenn ihr später nachher, wie jetzt hier bei dem Bild von Pavel, einen anderen Hintergrund einfügt, werdet ihr nachher in dem neu verrechneten Hintergrund diese zerstörten Pixel sehen. Behaltet das im Hinterkopf, dass ihr da nicht im Eingehens vor dem eigentlichen Composing schon den Fehler macht. Ja? Okay, das ist die zweite Variante, um halt, wenn dieses in die Länge ziehen halt Pixel zerstört, diese eben nicht zu zerstören. Ich gehe wieder zurück und jetzt zeige ich euch noch eine Variante, die echt gut funktioniert, vorausgesetzt ihr habt genug, ich nenne es jetzt mal Fleisch oder Luft, für Photoshop. Und wie funktioniert das Ganze? Ihr nehmt wieder das Auswahl-Rechteck-Werkzeug. Ihr seht schon, das ist das Werkzeug, was hier permanent im Einsatz ist. Wählt euch wieder eure Fläche aus, die ihr jetzt aber füllen wollt. Nicht den Bereich, sondern jetzt den leeren Bereich. Geht hier drüben unter Bearbeiten, Fläche füllen. Inhaltsbasiert, ganz wichtig. Und jetzt sagt ihr Photoshop mit dem OK einfach, liebes Photoshop, fülle mir bitte diese leere Fläche mit der Fläche, ich nenne es mal, die du findest. Photoshop guckt dann im direkten Nachbarbereich, was zur Verfügung steht und fügt das hier ein. Wichtig dabei ist nur zu beachten, wenn Pavel jetzt oder euer Model oder euer Objekt, wer auch immer, was auch immer, zu nah an diesem Rand steht, kann es natürlich passieren, dass Photoshop Stücke vom Objekt, vom Model hier mit einfügt. Das heißt, ihr habt hier plötzlich Elemente, eine Hand oder eine Schulter, was auch immer drin. Sollte hier, da wir hier ganz gut Luft haben, nicht passieren. Ich sage mal, okay, lass Photoshop rechnen und wir gucken mal, was Photoshop uns da liefert. Ab, fertig, aus. Photoshop hat die Fläche wunderbar gefüllt und ich zoome mal näher ran. Das könnte ich jetzt auch für einen größeren Bereich machen, solange Photoshop hier, wie gesagt, gut Möglichkeiten hat, die Fläche aus bestehenden Pixeln zu füllen. Ich zoome mal näher ran und der Vorteil halt im Gegensatz zu dem Größerziehen ist einfach, dass ich keine zerstörten Pixel habe. Ja, ich ziehe keine Pixel in die Länge. Photoshop füllt etwas auf mit Bereichen, was dort gefunden wird. Ich habe hier natürlich so ein paar unschöne Bereiche drin, aber überhaupt kein Thema. Für diese Bereiche habe ich wirklich auch in meiner Praxis immer den Reparaturpinsel zur Hand. Alt-Taste und dann korrigiere ich Ränder, die mir hier an der Stelle nicht so gefallen, einfach weg. Und das funktioniert wirklich in der Praxis auch immer sehr, sehr gut. Hier oben, das nehmen wir noch weg. Ja, und so könnt ihr, ich will es jetzt hier mal nicht vollständig machen, unschöne Kanten, Ränder hier vielleicht auch nochmal noch ausbessern. Ja, beziehungsweise hier oben würde ich jetzt auch nochmal ein bisschen drüber gehen, weil das auch vom Ton her ein bisschen abweicht. Aber das ist eine zweite Option, inhaltbasiertes Füllen. Ohne Pixel zu zerstören, Fläche aufzufüllen, Grundfläche zu vergrößern für euer dann darauf folgendes Composing oder ja, muss auch kein Composing sein, kann auch halt das normale eigentliche Bild bleiben. Probiert euch aus. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, nicht vergessen. Ja, gebt mir den Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, weil regelmäßigen Content, regelmäßige Quicktip gibt es hier permanent.
Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Photoshop-Tutorial bzw. Fotografie-Tipp. Ja? Viel Spaß beim Fotografieren, beim Bildbearbeiten. Haut rein, bis bald.